Gude, ihr lieben Mäckerlein. So, das Wochenende rückt näher in großen Schritten. Yay! Was habe ich heute gemacht? Nicht viel. Ich habe heute gedruckt. Und zwar zum einen die Teile hier. Die solltet ihr kennen. Das sind die Konnektoren für den IKEA Lacktisch. Die kommen also an die Tischplatte und an den Fuß. Und dann werden die quasi verbunden mit insgesamt 4 bis 5 Schrauben. Ja, ich weiß, letztes Mal habe ich gesagt 6 Schrauben, da habe ich mich verzählt, ist okay, ich habe hier natürlich das eine Loch in der Mitte natürlich so gerechnet, als wenn 2, egal. Genau. Und dann habe ich das hier gedruckt. Und das ist das, also nicht das Display, sondern das Ding hier in der Mitte, das ist das Gehäuse für das neue Display oder das Display vom Voron. Und das ist nicht nur irgendein Display Case und auch nicht irgendein Display, sondern das ist das Case von dem 2.4er. Das habe ich ja schon angedroht, dass ich das 2.4er Case quasi verbauen werde und das Display auch verbauen werde. Und das ist auch nicht einfach nur so ein Display, sondern es ist ein RGB-Display. Und genau deswegen möchte ich das verbauen, weil ich halt gerne den Drucker auch vom Style her in der Farbe halten möchte, wie der Drucker gebaut ist, nämlich rot. Ja, der Next-Drucker bekommt nochmal ein anderes Display rein, eine andere Displayfarbe. Das ist nochmal auf einem ganz anderen, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Aber der Drucker hier soll jetzt, der 2er, der da hinten langsam fertig wird, der soll wirklich entsprechend das passende Display bekommen. Genau, da möchte ich schon, dass der geil aussieht. Das ist jetzt eben fertig geworden. Da hinten der Mini fängt gleich an, die Rückseite zu drucken und die Schienen davon zu drucken. Das ist so das Letzte, glaube ich, was ich noch drucken muss für das Display. Und dann werde ich jetzt am Wochenende versuchen, den B-Roll für den Zusammenbau fertig zu drehen. Und dann gucken wir uns nächste Woche irgendwann mal den Voron an, wenn er fertig ist. Hoffentlich. Toi, toi, toi. Knock on wood. Genau. Das soweit zu den Kleinigkeiten, zu den kleinen Drucken, die ich heute noch so nebenbei gemacht habe. Da druckt übrigens auf dem Brucer eine kleine Geburtstagsüberraschung für meine bessere Hälfte. Falls du das siehst, Anja. Hallo. Dauert noch ein paar Wochen. Genau. Und dann eine ganz große neue Ankündigung. Ich bin ja von euch bombardiert worden. Und ja, es tut mir leid, es hat ein bisschen gedauert, bis es soweit war. Aber wir haben jetzt gestern entsprechend dann die Domain angefangen rumzuziehen von dem alten Server auf den neuen Server. Und mittlerweile ist auch bei uns hier in der Gegend bei den DNS-Servern die Umstellung schon mitgekommen. Das heißt also, wir haben jetzt hier schon entsprechend die Umstellung auf den neuen Server. Das heißt, wenn ihr auf mekorama.de geht, solltet jetzt mittlerweile entsprechend auch die Domain auf die neue Webseite verweisen. Da wird noch ein bisschen was passieren jetzt das Wochenende über die nächsten Tage, weil da wird natürlich noch die Behilfsdomain wird nochmal rausgenommen, wird nur noch als Alias auf die Hauptdomain gezogen. Da kann es nochmal ein bisschen zu Komplikationen führen, deswegen bitte ich euch um Geduld, wenn es mal nicht geht, nochmal eine Stunde später probieren oder so in Richtung. Der neue Online-Shop ist da, wir erkennen die ganzen Kinderkrankheiten von dem neuen Online-Shop und wissen, wo wir jetzt dran drehen müssen. Wir haben jetzt eben gemerkt, bei der Rechnungserstellung war auf einmal die Umsatzsteuer-ID-Nummer weg. Kann passieren, haben wir schnell nachgepflegt, es ist überall wieder drin. Bestellungen kommen auch nochmal alle nach. Und ihr müsst wahrscheinlich der ein oder andere sein Passwort nochmal neu einpflegen, weil das Migrations-Plugin nicht immer hundertprozentig gearbeitet hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei denen, wo es gesagt hat, dass es hundertprozentig gearbeitet hat, ob es da funktioniert hat. Wir haben es nur daran gemerkt, dass bei bestimmten Bestellungen, die wir halt versucht haben, manuell rüberzuziehen, weil das nicht geklappt hat mit der Migration, dass bei diesen Bestellungen die Benutzer nochmal neu angelegt werden mussten. Und die müssen natürlich ihr Passwort nochmal neu vergeben. Das ist sicher wie das Amen in der Kirche. Und bei anderen Benutzern wissen wir es ehrlich gesagt noch nicht. Wir haben ein paar Testbenutzer gehabt, bei denen hat es funktioniert und bei ein paar hat es nicht funktioniert. Von daher seid bitte geduldig mit uns. Das war jetzt eine Mordsumstellung, aber das alte Shop-System ist echt ein Krampf und ich bin froh, dass wir das jetzt los sind. Genau. Das soll es soweit gewesen sein von dem Update. Ich hoffe, euch hat es wenigstens gefallen. Wenn ihr das Video vom Voron nicht verpassen wollt, das abschließende Video, ich werde jetzt versuchen, am Wochenende das, wie gesagt, zusammenzubauen und den Drucker mit euch nächste Woche dann entsprechend im Video mal ein bisschen zu zeigen und auch vielleicht mal einen Livestream nochmal drüber zu machen, um mal so ein Review drüber zu führen. Dann Kanal abonnieren. Es wird noch ein bisschen was über das Brucher Enclosure V2 kommen. Über das Türmchen oder die Türme, die ich da gerade baue. Und es gibt noch ein Material, das habe ich ja schon mal vor geraumer Zeit angekündigt. Dafür habe ich jetzt endlich mal die Zeit. Dieses Polypropylen, was da so richtig noch mich anlächelt und auch noch gedruckt werden will. Wer das also alles nicht verpassen will, Kanal abonnieren. Ich freue mich auf euch. Bleibt gesund. Bis dahin. Happy Printing.